wilde Harakiri-Flucht auf einem E-Scooter. Dieser Mann wird von Polizisten in Australien mit sagenhaften 94 km/h geblitzt. Auf einem E-Scooter. Sofort hängen sich die Beamten an seine Fersen, versuchen ihn zu stoppen. Vergeblich. Der Mann ist mit seinem wendigen Highspeed-Roller extrem mobil, flüchtet einfach vom Highway auf einen Fahrradweg, angeblich, weil er zu spät zur Arbeit kommt. Doch die Polizisten können dranbleiben, sind auf Motorrädern unterwegs. Der Mann weigert sich anzuhalten. Minutenlang geht die Verfolgungsjagd, andauernd entwischt der Mann auf seinem Scooter. Schließlich bringt ihn ein kurzer Schubser eines Polizisten doch zu Fall. Er wird überwältigt, bleibt unverletzt. Lay down. 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 Lay